Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play Part von Last Epoch. Jetzt diesmal mit einem Wolf und Skorpion Bild. Und ich zeige euch mal einen Bug. Der ja viele Bugs ist, zum Beispiel die Wölfe kämpfen hier gegen Skelette oder so durch den Boden hindurch und ich komme einfach nicht vorwärts hier an dieser Stelle. Jetzt habe ich ihn getötet durch die Wand. Aber hier ist das Spiel, glaube ich, noch nicht so fertig. Ich würde es mal im Forum posten mit dem Video hier. Aber ich komme dort auch nicht hin zu diesen Crafting-Materialien. Da stimmt etwas noch nicht so gut. Aber gut. Ja, was ich das jetzt gerade zeigt, da weil ich ja sowieso Aufnahme machen wollte. Ja, ich sehe, das ist eine ziemlich starke. Die Gegner recht schnell weg. Das ist einfach auch daran, dass ich sehr viele Unix tragen kann. Auch ein neues, der Claw. Also, es ist schon älter, Oktober oder August-Patch war es, glaube ich, oder so. Also noch früher, aber das habe ich nie gefunden. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Es ist nicht die starke Version. Ich glaube, es gibt noch eine stärkere Version davon. Aber immerhin. Und hier habe ich noch Minion Attacks, Melee Attack Speed, aber ja, möchte es nicht unbedingt tragen. Da haben wir noch Chimera's Essence, das habe ich auch lange nicht gefunden. Jetzt zweimal hintereinander, einmal gekauft, glaube ich noch. Oder, nee, das war kein Gambling. Also einfach gekauft, glaube ich, einmal. Und jetzt muss ich schauen, was besser ist, weil ich habe jetzt, ja, eben das erste gekauft und das zweite jetzt gefunden. Ja. Bisschen noch lauter. So. Eigentlich klar gehen jetzt. Oh, die haben den Großen schon erledigt. Den, das große Skelett. Jo. Dieser Klauenangriff. Genau wie er heißt. Swipe habe ich ein bisschen auf Schnelligkeit gemacht und AOE. Und Skorpion auf Giftschaden und den kleinen Babys. Hier. Und der Wolf habe ich auf Blutungsschaden gemacht. Weil ich will ein Dot-Minion-Bild jetzt haben. Da man halt einfach auch die Gegner richtig dotten kann. Also, dass sie einfach schneller tot sind. Auch nebenbei Dot verteilen können. Jo, und Toten habe ich noch nicht geskillt und setzen auch kaum ein, weil es immer nur kurz da. Ja, ich bringe noch nicht so viel, weil die Gegner noch nicht so zäh sind und so weiter. Ja. Aber ich finde den Bild eigentlich so richtig entspannend, deshalb mache ich ihn auch. Ich habe gerne entspanntere Builds als ja, nicht so entspannte Builds, also ich bin eher ein entspannter Gamer und nicht einer, der so richtig extrem auf Profi machen muss, auf Schnelligkeit oder auf Damage Breaking oder so, sondern einfach gemütlich spielen, ist mir am wichtigsten. Natürlich brauche ich Herausforderungen, also, na, aber sie immer wiederholen, diese Herausforderungen brauche ich nicht. Also wenn ihr das sehen wollt, was ein bisschen weniger OP ist, dann dürft ihr gerne das sagen. Aber eben, ich habe dann meistens relativ schnell wegen meiner Hypersensibilität dann die Schnauze voll von dem Bild oder so. Ich bin einer, der relativ halt, ja, manchmal einfach ein bisschen wechseln muss, ein bisschen umskillen muss am besten. Das ist sehr gut. Ja, die Musik ist ein bisschen zu laut jetzt. So. Hat nicht so viel gebraucht, aber wenigstens die Musik ist ein bisschen zu laut. Naja, sie ist jetzt nicht so hochqualitativ natürlich. Sie wiederholt sich immer wieder ständig. Das ist zu laut, weil das Geräusch ist so ein bisschen zu laut. Attacke schon mit dem Swipe.
Und was spielst du so? Bisschen Nekromantie. Nekromantie, Schaden. Nice. Jo. Ich bin ja auch so langsam ein bisschen am Reinkommen, ein Game zu entwickeln. Und Last Epoch hat einfach vieles bei mir so ein bisschen ausgelöst. Ich möchte jetzt nicht unbedingt einen Last Epoch Klon machen. Also ein Diablo 2 Klon sozusagen. Eher auf Rollenspiel gehen, also eher auf lebendige Charakterentwicklung, Charakter aussehen und so. Also, ja. Das Gefühl, dass der Charakter ein bisschen gelenkt werden kann und so. Zum Beispiel, ja, ein Barbar ist natürlich eher so einer, der wahrscheinlich auf die Leute richtig reinhackt oder so, auf die nicht gerade so freundlichen NPCs. Und Magier ist eher vielleicht ein bisschen netter oder ein bisschen hinterhältiger oder so. Ein Dieb ist dann eher so ein bisschen listig und auch hinterhältig. Je nachdem halt. Und halt neben dem Kämpfen muss man halt einfach irgendwie auch ein bisschen Rundspiel dazu nehmen. Sonst ist es ja eigentlich nur ein Action-Game oder so. Und das möchte ich so ein bisschen bewirken mit meinem Ding. Also ich lerne momentan Unity einfach als Anfangs-Engine. Und da kommt es eigentlich schon recht vorwärts. Also ich komme schon recht vorwärts. Nur habe ich so wenig Zeit und so viele Hobbys und Jobs, dass ich fast kaum Zeit habe. So, also, Gepard ist endlich da. Ja, unbedingt Attack Speed. Der Rest brauche ich jetzt nicht unbedingt so. Das schützt mich eher. Aber das gehe ich jetzt noch nicht so schnell. Oder doch, ich müsste es eigentlich auch schon schnell gehen. Damage Reduction ist natürlich schon sehr toll für die Maps und so. Wenn man relativ schnell sterben kann. Ah, ich habe einen Wolf zu wenig. Okay. Habe ich gar nicht gesehen, dass der grüne war im Hintergrund. Da sieht man auch keinen rot und grün im Hintergrund. Ja. Wollen wir das machen? Ja, das ist kurz. Oder nach dem Angriff. Machen wir noch dieses Nebengebiet. Diese Gebiete haben immer einen Boni. Das sieht man, wenn man drauf geht, glaube ich. Okay, der hat jetzt keinen Boni. Aber andere, also diesen Schattensee da, korrumpierter See, der hat manchmal einen Boni. Die machen sozusagen einfach alles schwieriger wie bei den Maps. Ein Map-Boni, ein Map-Hintens. Und Reflexion ist mega hart, jetzt gerade auch bei meinem Skill. Beim Swipe töte ich mich relativ schnell mit 10% Reflexion beim Gegner. Ja, den Ring muss ich auch langsam wegmachen. Das ist der Baum lenkt die Gegner immer so mega ab. Bei AOE-Builds und so ist das egal, aber bei einem Nahkampf-Build und Beschwör-Build ist es einfach noch hin. Zeit hier. Ich muss es merken, also auf der Map halt nachschauen, wo ich noch nicht war. Jo, und ja, dieses Spiel ist mega gechillt, weil ich spiele nebenbei noch ein paar Fetze und da bin ich immer auf Zack, ich muss sofort das nächste Gebiet erreichen und so. Bin ich so mega gestresst und hier bin ich so mega chillig. Ich liebe das Spiel einfach. Das ist genau meins, soll ich chillig sein. Ich ja nebenbei immer wieder trainiere, bin ich dann immer so richtig genervt über Games, die mich einfach nicht in Ruhe lassen. Immer wieder, ja, mein Gehirn anstrengen oder meine Maus anstrengen, meine Tastatur anstrengen, drücken und so weiter. Das ist einfach hinderlich manchmal. Da habe ich am liebsten gechillte Games. Und diese blöden Teile sind im Weg. Ja,
Ja genau, wo kommen die raus? Schaden werden helfen. Ist jetzt gut, können wir zurück. Die kleinen Skorpione sind noch nicht durchgängig, aber die nerven ein bisschen, sind ein bisschen im Weg. Es wurde ja weggenommen im Patch 0.7.6, dass man durch die Gegner, die Beschwörung noch gehen kann, aber die Skorpione haben sie vergessen. Das ist immerhin für mich. So. Wieso kann. Ah, ich muss noch mehr Punkte investieren. Ja, dann hast du Bohrherd. Und Bohr macht. Den Damage um 15 reduzieren. Das ist sehr gut. Jo, also recht gute Damage Reduction. Aber ja, das ist immer noch schwer halt. diese Schüsse. Ständig spammen die diese Schüsse. Also, ja, spammen nicht gerade, aber immer am Anfang schießen sie. Tschüss. Ja. Nervt. Ja, früher waren die richtig tödlich. Die waren so stark, diese Schüsse. Dass sie einen Magier so one-hitten konnten und so. Obwohl er richtig viel Wort hat. Und, ja. Das ist natürlich nicht so gut. Ach, hallo. Schildkröte. Ja, Skorpion muss ich Schwerte einsetzen. Das geht nicht. Die Nova hat so wenig Reichweite. Kannst du nicht schießen? Kannst du nicht schießen? Ja, bist du im Stun-Look. Naja. Oh. So. Ja, machen wir langsam mit dem Generator. Ich könnte auch zum Generator laufen. Schön mit den Wölfchen leben, laufen und so. Ja. Ja, der Schaden ist schon fett. Ich mach den Bild. Der ist schon gut. Hey. Ja, bei mich auch mit Faulen. Ich hatte vorher den Ding geskippt vor dem Skorpion. Habe ich den Furi lieb und dann sind immer die Wölfe mitge. Teleportiert und jetzt. Ah, das ist ein bisschen umständlich, das so zu haben, dass sie nicht mehr mit, hüpfen können. Dass ich die richtige Reihenfolge habe. Das ist immer doof, wenn man die Tasten in einer bestimmten Reihenfolge drücken muss, damit man die effizient töten kann. Nebenbei Items einsammeln, Gegner sammeln, das machen alles schon richtig gut kaputt. Es geht chill, der Bild, also ich hatte nie Probleme. Außer bei einer Reflect-Map, die ich jetzt getestet habe, somit. Weiß nicht, was ich da in Level war. Das bin ich jetzt bei Level 29. Mit Level 24 oder 23 habe ich eine Map getestet mit Reflektion und es hat mich leider getötet. Ja, mein Gegner relativ schnell und stark waren. Manche Gegner mit Bonis sind einfach viel zu hart. Mit dem Damage und so. Ja, das ist da unten, glaube ich. Geht's weiter, ja. Und der hier, Poison. Ja, machen wir ein bisschen länger oder machen wir das anders? Ich weiß es nicht. Crits-Chance brauchen wir nicht. Klautod, ja, stirbt halt auch relativ schnell. Stormclaw. Nein. Okay, Threshold, ja, nicht unbedingt nötig. Wölfe per Hit? Hä?
Was macht das für einen Sinn? Weil man hat ja meistens schnell vier Wölfe. Also so viel Maximum Wölfe. Ah ja, Cooldown, so ist es nicht. Dann mache ich eigentlich hier unten noch. Ja, die Duration höher. Weiß nicht, ob das viel bringt. Okay, so schnell erledigen mit Minions. Und hier haben wir gesagt Damage und danach können wir. Und Kill, ne. Acid Lob. Armor Reduction, das ist wichtig. Ja, das ist nicht so gut. Also diese Nova, der kostet so viel Mana und hat so eine schlechte Reichweite, das ist mit diesem Skill natürlich auch nicht gerade so gut. Ich möchte irgendwie die Skorpione eher buffen, also sich da schon recht ja, was soll ich sagen? Auch den Skorpione, das ist mehr verteilt, es gibt uns. Vor allem einfach durch die Skorpione noch ein bisschen mehr AOE habe. Weil sie nicht jeder auf einen Gegner gibt. Ja, die KI ist halt richtig in Müll noch in diesem Game. Ich mich immer wieder nerve, weil die KI einfach dem nächsten Gegner entlang läuft und so eine mega Reichweite hat, dass die immer wieder einem Gegner nachlaufen, ist richtig doof. Also, dass die nicht einfach bei mir bleiben und mich beschützen oder so, die gerne ein bisschen defensiver eingestellt haben. Das ist nicht so meins. Ach, sammeln doch die Gegner. Also es muss unbedingt ein Autoloop für diese kleinen Materialien haben. Das ist nicht so gut. Aber ja, das ist wieder Mass nach oben Niveau. Je lieber man ein Spiel hat, desto mehr nervt man sich über Features, die nicht so gut ist. Das ist ganz normal. Ich liebe dieses Spiel. Aber auf YouTube kommt das meistens nicht so gut an und deshalb muss ich hier immer wieder zurückhalten. Immer Mods. Aber ja, ich sehe das ja. Es ist halt immer noch recht neu das Spiel, also in einem unfertigen Zustand und ja, das ist halt klar. Also nicht wundern, wenn ich ein bisschen böse über das Spiel rede. Das ist nun mal so, dass es noch nicht so fertig ist. Und ich liebe ja das Spiel. Es kommt immer schlecht rüber. Die Leute meinen immer, wenn man ein bisschen schlecht über irgendwas redet, dann meinen sie, ja, der will nicht das Game irgendwie spielen oder ist nicht glücklich oder so. Das ist gar nicht so. So langsam haben die Menschen halt immer eine Sicht und keine zweite Sicht mehr. Und dadurch wird man gehatet oder sonst irgendwas. Und das habe ich so langsam, kurz und unglücklich, wieder ein bisschen wegbekommen. Ist ja klar, man muss halt ein bisschen reden über das Game. Gut und schlecht. Und ja. Mittlerweile habe ich das aber auch schon viel besser im Griff, zu nutzen. Eigentlich lobe ich ja das Spiel eigentlich auch viel, nur habe ich da nicht immer so den Grund dafür, das zu sagen. Also das zu machen. Ihr seht ja, sonst würde ich es ja nicht Let's Play. Also Let's Play eigentlich immer nur die richtig mir am liebsten Games. Und nicht irgendwelche Games, die nur für Marketingzwecken spielen. Ja, eben kein Commercial YouTuber, sondern ein ganz normaler Spielezocker. Und ich werde nie Commercial machen. Also eventuell über mein eigenes Game. Gut. Aber das zocke ich ja auch nur, um zu testen. Und ja, ob es mir Spaß macht und so Sachen. Ob Bugs oder so drin sind. So, ich muss endlich mal anfangen, weil ich habe so wenig Zeit, dass ich jetzt einfach immer nur Tutorials mache, also anschaue, aber nie recht selber entwickeln. Das ist halt am Anfang einfach schwer, alles einzustellen. Das ist nun mal so. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit auskennt oder ja, lernen will, der kann sich gerne mit mir in Kontakt treten.
reden und zusammen etwas entwickeln. So eine Art Minecraft, also hätte ich einfach was zu machen. Dann geht hier online, geht hier Roleplay. Hab zuerst mal so ein Hack and Slay mit ich so gute Grafik am Anfang, damit ich ein bisschen vorwärts komme. Was machen die Skorpione denn immer? Ich gehe immer den Skorpionen nach und die wollen nichts machen, die laufen nur so kreuz und quer herum. Ja, ja, also. Komisch. Mit Minion Builds bin ich auch nicht zufrieden im Game. Also, am liebsten habe ich ja den Sorcerer auf. Ja, Cold Blitz. Blitz hat ja richtig viel Spaß gemacht im Livestream. Aber leider war das 6 Squish und hat den Boss echt lame besiegt. Weil ich noch nicht so viel Crit hatte. Ja. Deshalb habe ich jetzt Crit Problem hier. So. Ja, ich möchte eigentlich jetzt darüber. Hä? Zuerst hier rüber. Damit ein bisschen Acid Lob machen kann. Aber es wird wahrscheinlich nicht so viel Damage machen, weil Asylum ein Spell ist. Oh Gott. Die betreibt sie dann. Das ist nicht so von meiner Seite. Aha. Ja, diese Spells müssen auch ein bisschen überarbeitet werden. Das ist der andere Aspekt of War. Okay. Schau ich mal, wie oft das getriggert wird. Nicht so oft. Hat einen Cooldown scheinbar. Aber es ist einfach genial, wie der Bild eigentlich entspannt ist. Ich muss nur die Gegner ein bisschen angreifen. Gutes AOE. Und ich muss nichts drücken. Ich muss nicht immer mehr heulen und Gift noch einsetzen. Schon praktisch. Ja. Ja, das Skorpion ist nie beim Gegner, wenn ich angesiedelt werde. Es ist noch verbesserungswürdig. Wie ich zocke, oder? Der Bild ist eigentlich relativ schnell gemacht, hochgestiegen und das hat mich nicht so gelernt. Das ist ein schwererer Bild, aber dafür macht das eigentlich Spaß. Also nicht schwer vom Schwierigkeitsgrad, sondern einfach vom Bedienen. Das muss ich einfach drücken, um maximal effizient zu sein. Aber noch nicht so viel defensiv, deshalb nachgeben, dass ich nicht sterbe oder so. Weil er ist Nahkampf, also Nahkampf ist sowas von unbalanciert. Man bekommt ganzen Space ab und alles. Es muss besser werden. Es muss leider noch besser werden. Aber die entwickeln so gut, also ich hoffe einfach, das machen sie mal endlich und ich möchte neue Features einbauen. Wirklich mal Spiel verbessern. Und dann wird also alles gut. Also, ich denke, ich mache jetzt das ganze Video fertig. Ende. Und mache sicher wieder viel mehr Videos über dieses Spiel. Und auch Livestreams. Aber erstmal kommt halt Minecraft noch ein bisschen dran, weil ich ja natürlich auch ein bisschen am Server arbeiten muss. Und ja, eventuell gegen Abend oder so gibt's dann noch Last Epoch. Bis dann. Tschüss.